Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hands-on Beta. Heute mit Brawlhalla, ein Free-to-Play-Spiel, welches sich im Early Access befindet. Es ist auf Steam erhältlich und ich habe einen Closed Beta Key bzw. einen Early Access Key dank einer meiner Abonnenten bekommen und an dieser Stelle vielen lieben Dank dafür. Wie gewohnt, Hands-on Beta, worum geht es? Ich zeige euch Spiele hier, die entweder in der Open- oder Closed-Beta sind, Early Access, in der Alpha, heißt Spiele, die noch nicht fertig sind, wo ich euch aber einfach zeigen möchte, worum geht es, lohnt es sich ein Early Access-Package zu kaufen, lohnt sich überhaupt auf das Spiel zu warten und was ist mein Ersteindruck des Spiels? Und Brawlhalla ist relativ einfach zu erklären, denn stellt euch Super Smash Bros. Vor, ohne die ganzen Nintendo-Charaktere und padada, ihr habt Brawlhalla. Das Ganze wird auf Steam veröffentlicht und aktuell bieten sie unterschiedliche Founders-Packages an. Das erste Founders-Pack kostet 12,99 €, es gibt ein Founders and Friends-Pack für 27,99 € und dann gibt es noch ein Collectors-Pack für 92,99 €. Da sie natürlich schon Geld einnehmen möchten, habe ich mir gedacht, gucke ich mir das Spiel mal ein bisschen genauer an und erkläre euch, was euch dort erwartet. Wie schon gesagt, am Anfang, es stehen euch aktuell einige Charaktere zur Verfügung. Bis jetzt haben wir ungefähr 15 Charaktere, die man schon spielen kann. Es sind aber natürlich schon weitere Charaktere angekündigt. Die Charaktere unterscheiden sich zum einen im Aussehen, zum zweiten in ihrer Waffe, die sie haben. Darauf komme ich gleich. Und drittens natürlich mit ihren Stati. Also das heißt, ein paar haben mehr Schaden, ein paar verteidigen besser, andere sind einfach schneller oder fügen mehr Schaden mit Waffen zu. Grundsätzlich ist das Ganze aufgebaut wie Super Smash Bros. Es gibt ein Stage, ihr könnt das Spiel jetzt schon in der, ich sag mal Closed Beta, denn es gibt auch Closed Beta Keys, aber in dieser Closed Beta könnt ihr das Ganze schon mit einem Xbox 360 Controller am PC spielen oder mit Maus und Tastatur. Ich persönlich habe wie gewohnt dann doch lieber meinen Xbox 360 Controller rausgeholt und das wurde wunderbar unterstützt, also überhaupt keine Probleme damit. Ich habe ein paar Charaktere ausprobiert und das Spiel bietet euch halt eine Arena. Ihr spielt dort mit bis zu 4 Spielern, heißt mit bis zu 3 Gegnern. Und diese Gegner können sowohl Computergegner sein, die es aktuell schon gibt, wie aber auch echte Gegner und auch das ist möglich. Tja, viel mehr kann man jetzt gar nicht mehr sagen, denn in diesem Early Access gibt es vieles, was noch überhaupt nicht freigespielt wurde. Es gibt einiges an, Spielmodi, die noch dazukommen werden. Turniermodus ist eins, das schon freigeschaltet war. Und das Spiel macht auch wirklich Spaß. Es ist einfach so ein Brawl-Game. Das heißt, man geht rein, man hat ein paar Tasten, einen schweren Schlag, einen leichten Schlag. Dann habt ihr einen Schlag, womit ihr halt Waffen aufheben könnt. Also eben wie bei Super Smash Bros., dass so verschiedene Items auf die Map einfach gedroppt werden. Und jeder Charakter hat so eine eigene Waffe. Bedeutet, wenn so ein Waffensymbol dort ist, meistens ist das so ein Schwert, wenn ihr dieses Symbol aufhebt, werdet ihr halt die Waffe von eurem Charakter aufheben. Je nachdem, was für einen Charakter ihr habt, ist das eben halt eine andere Waffe. Die könnt ihr werfen, um andere Items aufzuheben. Ihr könnt unterschiedliche Kombi durchführen. Ihr könnt durch die Gegend Double Jumpen und Triple Jumpen, um immer zu versuchen, halt in diesem Arena-Gebiet zu bleiben. Denn ein bisschen Unterschied zu der Super Smash Bros. Spielmechanik ist da. Und zwar seht ihr tatsächlich so eine Art Lebenbalken oben rechts von eurem Charakter. Sobald euer Lebenbalken ziemlich rot ist, also es verändert sich nicht in der Größe des Balkens, sondern eher in der Farbe, heißt das, wenn euch ein Gegner ziemlich heftig schlägt, dann werdet ihr aus der Map und teilweise sogar aus den Bildschirm gekickt und verliert somit ein Leben. Jeder Spieler hat 3 Leben und wer zuerst alle anderen rausgekickt hat, der hat eben gewonnen. Im Großen und Ganzen erinnert mich das Ganze an einigen Games, die es schon gab, einige Nachahmungen. Das erste Game in dieser Art war ja eigentlich Power Stone. Viele von euch mögen das gar nicht kennen. Das ist nämlich damals für die Dreamcast rausgekommen und erst danach gab es auch die Super Smash Bros. Teile von Nintendo und ich fand Power Stone damals schon ziemlich genial und dieses Spiel geht so in die Richtung. Ich gehe davon aus, dass sie sehr viel noch nachimplementieren werden, aber kommen wir zum Kernpunkt. Für ein Early Access, wo ich mindestens 13 € investieren müsste, um reinzukommen, ist mir eindeutig noch zu wenig Content da. Und das Problem an solchen Games ist, also dieses Spiel, man merkt, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man halt mit und gegen andere Spieler spielt. Das heißt, online. Das heißt, nicht gegen den Computer. Die Computerspielmodi sind zwar ganz lustig, aber die werden mit der Zeit doch relativ schnell langweilig. Wenn man das aber gegen andere Spieler spielt, dann kann dieses Spiel sein komplettes Potenzial richtig gut entfalten. Aber dadurch, dass es eben halt noch eine Closed Beta ist oder ein Early Access, heißt, es sind noch nicht ganz so viele Spieler halt online, womit man ständig spielen kann. Das bedeutet, ich würde euch tatsächlich aktuell eher von einem Kampf abraten. Wenn ihr einen Closed Beta Key bekommt, schaut auf jeden Fall kurz rein. Wenn ihr kein Closed Beta Key bekommt, kauft euch kein Founders Package, es sei denn, ihr wollt das Spiel tatsächlich unterstützen, was eigentlich ja mal Sinn dieser Founders Packages war.
Aber wenn ihr erwartet, dass ihr in den Early Access, sage ich mal, reinkommt, dass ihr dort einiges schon ausprobieren könnt, dann ist das ein bisschen zu viel erwartet, denn es ist eben noch nicht ganz so viel da, wie es eben dann zum offiziellen Release sein wird. Heißt, kurz zur Zusammenfassung, kein Founders Package kaufen, Close Beta Key, wenn ihr eins bekommt, gerne reinschauen, ein bisschen Spaß haben. Und falls euch solche Spiele interessieren, auf jeden Fall irgendwo im Hinterkopf behalten, dass das Spiel demnächst auch in der Open Beta gehen wird. Auf Steam findet ihr es, wie gewohnt findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung auch einen Link zu dem Ganzen und ich bin sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Denn was man jetzt noch überhaupt nicht wirklich sehen konnte, ist tatsächlich, wie Free-to-Play wird es sein? Wird man Charaktere freischalten können durchs Spielen oder wird man sie nur freikaufen können? Das, was ich bis jetzt erahnen konnte, ich glaube, das geht so ein bisschen mehr in optische Sachen, das heißt, dass ihr andere Waffen in Hinsicht auf Skins oder andere Skins für eure Kämpfer kaufen könnt. Das finde ich ist immer okay, das ist einfach nur ein nice to have und nichts, was man haben muss, um irgendwie das Spiel komplett genießen zu können. Aber da es eben noch im Early Access ist und der Store noch nicht hundertprozentig implementiert war, kann ich dazu noch nicht wirklich viel sagen. Aber ich bin natürlich wie gewohnt sehr auf eure Kommentare und Meinungen zu Brawlhalla gespannt. Ich fand's lustig, aber es ist ein Spiel, wo ich sage, das kann man mal im Stream vielleicht gegeneinander spielen. Nichts, wo ich persönlich alleine wirklich viele Stunden verbringen würde. Also Leute, ab in die Kommentare mit eurer Meinung zu dem Spiel. Ich hoffe natürlich auch, das Video hat euch gefallen. Freue mich über einen Daumen nach oben und hoffe natürlich auch, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus.